Ist immer noch so langsam? Ich dachte, er wird elektrifiziert. Ja, aber nur mit Kriegsstrom. Ah, da ist er ja. Oh Gott, schaut der scheiße aus. Ob sie frauenfähig sind, ne? Das tut dir beim Hinsehen schon weh. Auf der anderen Seite, jeder kriegt, was er verdient. Warum lebt er dann noch? Na, das frage ich mich bei dir auch manchmal. Tut mir leid wegen der Verspätung. Sonst nicht meine Art, aber... Sind wir im Stau gestanden? Smart war ja schon peinlich, aber das ist ja echt der Gipfel hier. Ich schieße da nicht freiwillig rein, ja? Aber auch nicht ganz unschuldig, oder? Bitte ich. Die Maria, die gefährliche Wahnsinn. Die hat nur gemacht, was wir alle schon mal gern getan hätten. Ein Trottel wie dich an die Wand fahren. Seid ihr fertig jetzt? Nein, sind wir nicht. Wir haben mit dir was zu bereden. Wüsste nicht was. Georg, du hast uns so richtig tief reingerieben. Und wir hätten gern, dass du uns auch wieder rausreitest. Ich sitze im Rollstuhl. Das hätte ich ja fast vergessen. Ja, genau, würdest du bitte... Sehr lustig. Das ist jetzt mehr symbolisch gemeint, ja? Weil immerhin sitzen wir ja dank dir auf mehreren hundert nutzlosen Hektar Ackerland. Moment. Der Onkel Georg war im Gegensatz zu euch beiden nicht untätig. Die schöne Sabine, die du Trottel nämlich rausgeschmissen hast, anstatt sie zu heiraten, ist die neue Sachverständige fürs Umweltministerium. Und wer hat den Herrn Minister dazu gebracht? War das Mr. Superlobbyisten Fifke? Nein. War das Mr. Moneymaker? Nein. Das war Mr. Rock'n'Rollstuhl. So, und jetzt ratet's, wie das neue Gutachten ausschauen wird. Und jetzt sagt's ihr beiden Schlümpfe laut und deutlich Danke. Was ist? Ich höre nix. Danke. Danke. Also, geht doch. Und jetzt geht's scheißen. Entschuldigung. Die Verspätung, aber bis 10. Maria! Kommen! Bringst du mir den verdammten Rollstuhl? Reiß dich zusammen. Oder mir rutscht zufälligerweise raus, dass du pleite bist. Alles klar? Liebling, bringst du mir bitte den Rollstuhl vor? Ja, selbstverständlich, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Übertreib's nicht, mein Freund. Könntest du mir bitte helfen? Ja. Weißt du, in meinem Zustand ist das alles ein bisschen heikel. Ja, aber hat's mir schon erzählt. Gratulation. Wozu? Na ja, offensichtlich kriegst du doch noch was zustande. Hm? Na, habt ihr's lustig? Ja, sehr lustig. Geil, Georg? Ja, wir freuen uns schon so. Hast du nicht gesagt, du hast alles im Griff? Und die anderen sind alle die Schlümpfe. Na bitte. Ist doch ein Fake. Nein, ist es nicht. Mit einer Auflage von 1 Million. Ich bringe ihn um. Der Minister? Willst du ihn überfahren? Das lass lieber die Maria machen, die hat damit Erfahrung. Damit macht man keine Scherze. Geil, Georg? Da, schau her. Die Sabi. Ich warte hier seit einer halben Stunde. Hallo allerseits. Tja, der Herr Minister hat keine Ahnung, wie das alles in die Presse kommen konnte. Schon eine verlogene Sau. Aber genau das ist unsere Chance. Du hast den Minister in der Hand. Und nicht nur den kleinen Minister, sondern den ganzen Minister. Du musst nur aufpassen, dass sich deine Nasenhaare nicht in seinen Arschhaaren verfangen. Sehr lustig. Nein, aber er hat recht. Stimmt. Denk an Francesco und an die Pistole. Mit ein bisschen Pech sitzt man nämlich alle 5 Jahre im Gefängnis. Wegen versuchten Betrugs. Nein, ich nicht. Ich bekomme ein Kind. Mit mir könntest du das nicht machen. Doch? Doch. Können Sie? Können Sie. Ach, du bist schwanger. Gratuliere. Umso lieber wird unser junger Papa hier ins Ministerium rollen und mit dem Herrn Schnitzler einen wunderbaren Deal ausmachen. Für uns alle. Sicher nicht. Ich rede doch nicht mehr mit dem Arschloch. Sag mal, kann es sein, du bist ein bisschen anal fixiert, Schorschi Orschi? Du. Was? Leck mich, du. Hey, du, ja, du. Ja, das böse Wort, na, wie heißt du, denn? Mädels. Arschloch heißt's. Arschloch. Hallo. Arschloch. Hey, hey. Ja, entschuldige, der hat ein Problem. Also, das ist ein Arschloch. Okay, wir vertrauen jetzt einfach den guten Georg und alles wird gut, okay? Wiedersehen. Arschloch. Arschloch. Gescheißen. Na bitte, analfixiert, jetzt sag ich doch Arschloch. Arschloch. Warum hab schon wieder ich die Arschkarte? Weil du sie gezogen hast. Schaust aber nicht gut aus. Vorsicht. Ein falsches Wort und du sitzt nicht im Rollstuhl, sondern im Gefängnis. Nie im Leben. Und warum denn nicht? Ich
muss nur zur Polizei gehen und denen sagen. Tust du aber nicht, Georg. Diese hinterfotzige Pressenummer ist dir und deinen komischen Komplizen noch ein paar Nummern zu groß. Täusch dich nicht. Ihr macht doch schon jetzt ins Hemd wegen so einem kleinen Wirtschaftsverbrechen. Und du wolltest dich ernsthaft mit mir anlegen? Du irrst dich, wenn du glaubst, dass ich... Was willst du? Meine Ruhe. Ich will doch einfach nur meine Ruhe, Joachim. Du sorgst dafür, dass wir nicht angeklagt werden und ich lasse dich in Frieden. Zuverlässig. Du wirst mich also nicht weiter erpressen. Da könnte man sagen. Bitte, lieber Joachim, rette meinen dicken, fetten und verlausten Hintern. Bitte? Ich will, dass du genau das sagst. Jetzt! Spinnst du? Bitte, lieber Joachim. Rette meinen dicken, fetten und verlausten. Verlausten. Gleich haben wir's. Hintern. Wunderbar, geht doch. Ich überleg mir's noch. Okay, du hast mich immer raus. Du bist von selber rausgeflogen. Ein Porsche muss man fahren können. Nicht wie ein Smart, da kann man nichts reißen. Entschuldige bitte, du hast viel bessere Reifen als ich. Geh bitte. Wir sind ein bisschen angeschliffen. Aber du kannst ja nicht warten. Du fährst gleich los wie der Sebastian Vettel und das mit kalten Reifen. Okay, gut, also gut. Weißt du was, dann gib mir den Ferrari, nimm du den Porsche. Mach bitte. Also, da. Ja. Also. Ja, das ist das Fahrwerk, das ist falsch eingestellt. Das mag ich aber bei der ersten Kurve. Ja, weil es dich raus hat, genauso wie mir. Ja, ja, ja. Also. Simon. Hey, Simon, hey. Schau, was ich gefunden habe, die alte Bahn. Was ist, möchtest du auch? Na komm. Na komm. Gut. Ja, damit. So. So, und jetzt zeigst du den blöden Onkel, komm. Also. Wo ist mein Auto? So, jetzt. So. Ja. Das hier ist eine Sexualtherapie. Es würde sich also anbieten, dass wir über Ihre gemeinsame Sexualität sprechen? Über unsere gemeinsame? Das wird schwierig. Ah, Sie haben keine gemeinsame Sexualität. Das ist natürlich auch ein Ansatz. Nein. Sie missverstehen da was. Also, meine Frau und ich, wir bekommen ein Baby. Also, das ist ja wohl der lebendigste Beweis. Das ist mehr physischer als psychischer Natur. Maria, schauen Sie, meine Frau ist hochschwanger. Ich gehe auf Krücken. Maria, willst du bitte? Maria, danke. Ansonsten würden wir würden ja also nicht für die Kanickel, denk. Genau. Ja, ich bin aber nun mal eher für die Psyche zuständig. Für den Rest sollten Sie sich vielleicht eher eine Physiotherapeutin suchen. Ach so, ja gut, dann ist das erledigt. Ja? Abgehakt, das ist, uns fehlt gar nichts. Das habe ich da doch gleich gesagt. Mein Mann hatte ein Verhältnis mit einem Mann. Okay, Schatz, jetzt waren wir gerade so gut unterwegs und jetzt musst du wieder, also, hören Sie, eine Phase in meinem Leben, das ist vergessen und vorbei. Ich bin ja jetzt nicht schwul oder sowas, nicht? Ich bin halt offen für alles. Genau. Neugierig. Empfinden Sie Ihre Ehe als Belastung, Herr Schneider? Haben Sie das Bedürfnis auszubrechen? Schon wieder. Nein, gar nicht. So? Ist alles gut? Genau. Wer war's, wenn's er nicht war? Der verarscht uns beide. Nein. Ich glaub eher ihr beide, ihr verarscht mich. Aber so einfach mach ich's euch nicht. Ich geh vor Gericht. Zuerst mach ich ihn fertig und dann dich. Günther, bitte. Oh! Hallo. Was? Warte mal. Du, mach das nie wieder. Nie wieder. Frauen schlägt man nicht. Du kannst sie bescheißen, betrügen, belügen und benutzen. Aber sicher nicht schlagen. Ist das klar? Ja. Du bist ja doch nicht so ein Arsch. Hey, nicht.
Ich habe ein Herz aus Gold, ich zeig's halt nicht so gern. Sollen wir die Polizei rufen? Nein, danke, es ist nichts passiert. Gar nichts passiert. Und jetzt schleicht euch, das geht euch einen Scheißdreck an! Hallo, hallo. Mein Mann wollte nur helfen. Haut so! Siehst du, das hat man davon, wenn man ein Herz aus Gold hat. Es wird einem nicht gedankt. Wieder schauen, keine Ursache. Was machst du da? Wieso kommst du nicht rauf? Ja, mir war nicht danach. Ich habe gerade einen Film gesehen und der war so heftig, dass ich mir hab die Beine vertreten müssen. Und das heißt was in meinem Zustand? Ah, ich muss los. Möchtest du gar nicht wissen, was das für ein Film war? Nein. Du, da geht's um eine Frau, die lockt ihren Liebhaber in ein Stundenhotel, filmt ihn beim Schnackseln und erpresst ihn. Und das Perfide dran ist, der Geliebte ist gleichzeitig ihr Ex-Mann, der ihr schon Unterhalt bezahlt. Woher hast du das? Was hat ist eine Videothek? Muss ich nach 24 Stunden zurückgeben. Vielleicht kann ich ja verlängern. Sprich Klartext, Bruderherz. Willst du mich erpressen? Weißt du, was mich an dir so fasziniert? Du wirkst so unschuldig, so lieb und so nett. Und in Wahrheit delogierst du skrupellos harmlose Mäter und betrügst deinen Ex-Mann, während du ihn puderst. Du bist doch auch nicht viel anders. Ja, von mir glaubt aber auch niemand was anderes. Mich halten eh alle für einen Arschloch, auch wenn es mir nur die wenigsten ins Gesicht sagen. Aber du bist immer die arme, alkoholkranke Frau, die wegen einer Jüngeren verlassen wurde. Ich muss jetzt echt los. Weißt du, was mir der Simon ehrlich gesagt hat? Dass ich nichts über ihn weiß. Gar nichts. Und weißt du was? Er hat recht. Ich weiß wirklich nichts über ihn. Was willst du, Georg? Ich will nur wissen, was unsere depperte Mutter bei uns verbockt hat, dass wir so geworden sind, wie wir sind. Das fragst du dich ernsthaft? Ja, schau dich doch an. Was weißt du über deine Kinder? Nichts. Gar nichts, Silvia. Und warum? Weil sie dir im Grunde scheißegal sind. Und was wissen sie über dich? Auch nichts. Ist doch besser so, weil es ist zum Schämen. Bei dir ganz genauso wie bei mir. Fertig. Was ist jetzt mit dem Video? Was soll sein mit dem Video? Nix ist mit dem Video, Silvia. Gar nichts. Ich denke halt nur, auch für Arschlöcher wie uns gibt's Grenzen. Aha. Hast du dir das auch gedacht, als du deinem Lover die Unterlagen für die Autobahn gefleudert hast? Ja, du wirst lachen. Genau das habe ich mir gedacht. Ich werde dir noch was sagen. Ich habe diesen Mann aufrichtig geliebt. Und ich habe es verkackt, weil ich nur auf das blöde Geld geschaut habe. Und das bereue ich. Ich bereue das jeden einzelnen Tag. Das kann ich natürlich nicht zugeben. Aber bei dir ist es wurscht. Du bist meine Schwester. Du bist genauso wie ich. Bei dir habe ich auch nichts zu verlieren. Papa. Ja, bitte. Grüß Gott. Ich suche meine Frau. Das suchen doch die wenigsten, aber man hat doch wenigstens einen Sohn. Nein, nicht so. Georg Schneider, der Gatte von der Frau Schneider. Wir sind die neuen Besitzer und meine Frau hat gesagt, sie ist hier. Ich erreiche sie aber nicht. Die war gerade hier, aber schon wieder weg. Stehen ja doch noch auf ihre Frau. So ein Scheiß. Naja, sonst würden sie sich ja nicht mit mir schlagen wollen, wenn es nicht so wäre. Was? Da geht's um die Ehre. Also, was ich so weiß, geht's bei Ihnen um viel. Aber sicher nicht um Ehre. Du hast meine Frau geschwängert. Das ist meine Frau. Na, was habe ich gesagt? Du liebst sie doch noch. Wenn du glaubst, du kannst mal einen Schraub anhängen, ohne Elemente zu zahlen, hast du geschnitten, du Dreckiger. Dreckiger was? Nix, gar nix. Mach dich fertig. Wenn ich wieder fit bin, mach ich dich fertig, ich schwör's dir. Du Nutte, du Dreckige! Sagen Sie meiner Frau vielleicht nicht, dass ich... Ja, dass Sie den armen Mann verprügelt haben. Ja, genau. Wir verstehen uns.